Hey ihr fluchtreflexartigen Klapperäffchen, willkommen zurück zu Amnesia Rebirth. Ha, wir sind letztes Mal durch die Verarbeitung des Viehs gekommen, also kurz Zusammenfassung. Wir haben rausgefunden, dass, also ich hab's mir schon gedacht, ich hab's ja schon vorher gesagt oder ihr habt es in den Kommentaren geschrieben, dass hier wohl offensichtlich lebendige Personen ausgesaugt werden für das Vitae. Und ganz speziell glaube ich, dass Menschen in dem Fall ausgesaugt werden. Also ich weiß nicht, was hier für eine Rasse lebt auf dem Planeten in dieser Dimension. Oh. Aber ich glaube irgendwie, dass es halt keine Menschen waren, sondern Aliens. Und sie haben die Menschen entführt durch diese Dimensionstore. Und dann hier verarbeitet geradezu. Finde ich sehr fies. Sehr, sehr krass. Und wir haben es auch letztes Mal selber machen müssen, um Amaris zu retten, unser Baby. Also in Anführungsstrichen unser Baby. Und der Part war ein bisschen kurz. Es tut mir leid. Ich habe die Uhr etwas zu früh gestartet. Ich gelobe Besserung. Hoffe ich zumindest. Es ist gerade ein bisschen schwierig vor der Zeit. Ihr wisst ja. Und ich habe auch gelesen, dass manche gar nicht hinterherkommen, weil ich so viel mache. Läuft ja nicht weg. Und das zeigt ja auch immer, dass ihr Interesse habt und gucken wollt. Also, sorry. Wie gesagt. Es kommt halt gerade so viel raus, ne? Unglaublich. Ja, genau. Die hat sie ja verloren letztes Mal, hat man gesehen. Ist mir jetzt gerade erst wieder gedämmert, als ich das Video zur Kontrolle nochmal geschaut habe. Durchgeklickt habe, dass sie die Lampe verloren hat beim Runterfallen. Ach man, ist das kacke. Oh, hier sind da bestimmt wieder Geister, ha? Ich glaube, die Geister, das sind so eine Art Jäger, die wollen die... Also das... Ich muss mich halt daran gewöhnen, vielleicht das Vieh zu sagen hier. Die wollen eigentlich die Menschen einfangen, die für die Vitae ausgesaugt werden. Aber hier ist gerade offensichtlich niemand unterwegs, ha? Bin ich gut. Oh. Ich hab nicht so ein bisschen die Schnauze voll vor diesem Weglaufen vor Ghulen oder vor Geistern. Die Geister sind echt garstig übrigens. Die können sich teleportieren, das ist Cheating. Oh, guck mal da. Hey, ich hoffe, wir bekommen bald wieder eine Laterne. Ich fühle mich hier echt unwohl. Auch wenn die so gut wie gar nichts zu irgendwas nutze war. Alter. Wie lange ist das her? Die sind ja schon komplett mumifiziert teilweise. Bah. Ist, glaube ich, auch nicht so gemütlich, auf diesen ganzen Schläuchen zu liegen hier. Ja, auf die eine oder andere Weise ist es vorbei, zum Glück. Ach nö. Wo ist es hin? Ist gerade ein bisschen verschwenderisch, aber ich mache sie lieber gleich wieder aus. Da! Wo ist es? Du Dreckarsch! Okay. Schnell, aber leise. Geht's hier weiter? Ich weiß es nicht, aber das ist hell und Licht ist immer gut. Oh. Das war ja erfreulich unspannend gerade. Oh, wir sind aber nicht sicher. Ich weiß aber auch. Oh. Was? Warum? Ach, ich habe das Öl voll, oder was? Kann ich das nicht irgendwie ausschütten einfach, dass ich es mitnehmen kann? Ich hasse sowas. Oh, nee, komm bitte, verfolgt mich jetzt. Oh. Nein, oder? Das da? Ernsthaft? So weit noch? Alter. Aber ganz ehrlich, wenn die das mit den Menschen gemacht haben, haben sie es verdient, dass sie untergehen als Zivilisation. Einfach mal andere Intelligenz, ja, wenn man so sagen will, Intelligenz begabt, oder, ne, ihr wisst schon, so Leute mit Bewusstsein, das heißt nicht, dass wir intelligent sind. Nicht alle.
dass man die einfach auslöscht, um sein eigenes Leben zu verlängern oder den eigenen Lebensstandard zu verbessern, das ist schon ziemlich arschig. Oh, ich habe keinen Bock auf Ghule. Warum sind hier auch Ghule jetzt? Leck mich doch fett. Oh. Na toll. Ey, sag mal, dass sie noch leben, ne? Ich komme da nicht drauf klar. Wie lang... Die sind ja alles schon so richtig mumifiziert. Wie können die noch leben? Ist auch offensichtlich nicht sehr angenehm. Komm ich da raus? Oh ja. Krasse Sache, du. Was macht das? Okay. Ist auf jeden Fall so eine Art wie Tee-Durchfluss hier. Boah, ich habe keine Streichhölzer mehr. Schnell, ist ja doch eine Fackel. Nee. Oh. Cool, rotes Fleisch, hä? Ach, jetzt komm schon. Öl kannst du immer brauchen. Und hier ist wieder dieses rote Fleisch. Ich frag mich halt echt, was das bedeuten soll, das rote Zeug. Oha, der hat Kleidung an. Das ist, glaube ich, der erste, den ich mit Klamotten sehe, hier aus den Tanks. Ich finde es übrigens sehr cool. Was heißt sehr cool? Eigentlich ist es, naja, nicht plump jetzt, aber es ist eigentlich ganz gut, sage ich mal, dass die Begriffe jetzt nicht irgendwie irgendwas Geheimnisvolles sind, sondern das heißt wirklich die schwebenden Geister. Also, die sind wohl offensichtlich die Bewohner dieses Ortes hier. Und das rote Fleisch ist auch das rote Fleisch von Kita, von dem Alchemisten, der... Ja, der hat das wohl entworfen. Was ist das? Ich dachte schon, das wäre eine Bombe. Kapseln. Ein Satz Kapseln, die eine rötliche Flüssigkeit enthalten. Also das rote Fleisch wurde wohl von Kita, von diesem Alchemisten geschaffen. Was ist das denn? Ah, ich wette, ja. Ich dachte, ja, eine Spritze, ein Injektor. Ein Injektorsystem für Kapseln mit flüssiger Füllung. Natürlich, es ist... Also das rote Fleisch ist natürlich künstlich erschaffen worden, aber es ist halt auch für uns gefährlich, wenn es uns trifft. Und ich wette mit euch, so können wir das Ende beeinflussen. Also entweder vertrauen wir der Herrscherin. Bisher hat man ja immer angenommen, das ist die Gute. Aber ich denke, dabei kommt es immer so ganz auf den Blickwinkel an. Weil wenn man selber einer von denen ist, die hier ausgesaugt werden sollen, findet man sie bestimmt nicht so toll. Ja, natürlich. Alter. Okay. Das könnte jetzt krass werden, hoffe ich. Hä? Muss ich das halten? Ein bisschen? Ah! Oh! Alter! Ah!
Ich will das nicht. Alter. Krass, okay, das war jetzt... Es sinkt wieder. Das war jetzt extremer, als ich dachte, aber das Fleisch breitet sich wohl nicht unendlich aus. Ich habe sowas befürchtet, aber das tut's nicht. Oh, wie heftig, oder? Die haben das halt echt gezüchtet, um die Herrscherin zu erledigen. Und ich wette, wir können uns am Ende entscheiden, ob wir ja vielleicht dann das Zeug injizieren oder halt auch nicht, ha? Oh, wie eklig. Guck mal. Oh, krass. Warum sieht der so zerfetzt aus? Okay, gut. Wo geht's jetzt weiter? Oh mein Gott, Leute. Das nimmt jetzt gerade ganz andere Ausmaße an, aber ich find's irgendwie total geil. Wir können wirklich das Imperium stürzen oder wir können die Herrscherin wahrscheinlich mit einem Kind versorgen und ewigem Leben. Also das hat sie ja schon, aber ohne Kind wird sie wahrscheinlich ein bisschen gefrustet sein. Geht's da weiter? Ey, man sieht halt nichts hier ohne Licht. Oh, ich höre irgendwelche Stimmen wieder. Da hechelt jemand. We can get past them, Amari. We must. Oh, nicht schon wieder Ghule, oder? Wenn sie sowas sagt, da kriege ich ja schon wieder ein bisschen Brechreiz. Nein. Keine Ghule, bitte. Da kann ich ja hochklettern. Hallo? Nee, sieht nicht so aus. Oh, doch. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Du brauchst immer Öl. Nimm es mit. Da hat sich jetzt hier was aufgetan durch das Fleisch. Ich will halt nicht so gerne durchlaufen. Das tut weh. Ah! Oh nein. Oh ja. Ich habe keine Streichhölzer mehr. Verdammt. Es triggert mich gerade mit den Streichhölzern. Ich hasse diese Viecher. Geh weg! Nicht angucken. Wir wissen, wenn ich sie angucke, dann reagiert's auch. Ich hasse euch. Dieser Teleporter Mist. Kannst du nicht wieder da runtergehen? Ah. Ihr seid ätzend. Bitte beruhig dich. Schön beruhigen, bitte. Tassi. Es tut uns nichts, wenn es uns nicht erwischt. Oder wenn wir es angucken. Oder wenn es uns anguckt. Oder. Ah. Geh doch. Ich will
wünschte, ich hätte. Oh. Hallo. Oh, nein, nein, nein. Du kriegst mich nicht. Mach aus jetzt. Teleportieren ist das Letzte. Yes, come on, come on. Oh. Wenn ich jetzt Streichhölzer vergessen habe, bin ich böse. Oh Mann, diese ekelhaften. Aber hey, das ging jetzt schneller als gedacht. Wie weit? I just want to lay down now. Just for a little while. But we can't stop, can we? Ja, muss man sich mal geben. Sie hat sich die ganze Zeit noch nicht einmal ein bisschen ausgeruht, seit das Abenteuer begonnen hat. Also da würde man auch nicht schwanger wahrscheinlich total am Ende sein jetzt. Wie krass. Sonnenlichter. Das sieht halt aus wie zu Hause da vorne. Ja, guck ich mir diese Anlage an, das erstreckt sich so weit einfach. Wie so eine vorsintflutliche Industriezone. Okay. Irgendwas ist hier falsch. Das ist nicht Algerien. Das ist wieder eine Erinnerung. See this onset in infancy. Fever, usually seizures, degeneration of the nerves, slow development, such as lead to vomiting, suffer loss of hearing, the muscles may atrophy. No known treatment. This will cause breathing difficulties this within the year, invariably fatal. Ach, scheiße. Ist das MS, also Multiple Sklerose, oder? Alice. Oh, kacke. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Wow. Tschüss. Das Baby. Ich wette, wenn wir rauskommen, ist es nochmal größer. Oh, Mann, Leute. Irgendwas Degeneratives. Auf jeden Fall Muskelschwund. Mama, it's so dark. Shh. It's all right, little one. Muskelatrophie. I just went away. I know. Das kann nicht sein. I don't want to go away. Das ist die Herrscherin, die will uns nur manipulieren hier. Mama, oh. Was zum Geier? Amari! Ist es der Mutterleib hier? Das ist fies. Ey,
das ist doch gemein, wie so eine Karotte an der Schnur. Puh. Hey Marie! Oh ne, ist die Fruchtblase geplatzt? I don't think I can do this. No. Oh, Kacke. Also, Fruchtblase platzen, das heißt, es dauert nicht mehr sehr lange. Vielleicht, also je nachdem, vielleicht eine Stunde oder noch 12 Stunden. Also bei uns ging es ziemlich schnell, bei meiner Frau. Als die Fruchtblase geplatzt war, Krankenhaus, zack. Ich glaube, 2-3 Stunden später war das Kind da. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt ist, so einen schweren Bauch zu haben. Und keine Lampe haben wir dabei, Mann, und keine Streichhölzer. Oh. Just hang on, my love. Hang on. We need to get somewhere safe. Ihre Haut. Scheiß, wie das aussieht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Wolken sehen super aus. Fällt mir gerade so auf. Hey, komm, ich glaube, wir müssen da lang. Ah, da machst du was mit hier. Oder sie macht was mit, ne? Sorry, wenn ich jetzt renne, aber ich glaube... Überlegt. Auf der Karte war es halt echt nichts und hier brauchen wir jetzt eine Ewigkeit, bis wir dort sind. Es fehlen aber auch noch 3 Erinnerungen. 4. Eieieiei. Das Radio. Doktor. Oh, thank Christ. I need you. I need you now. I know it's crazy, but the baby... My waters have broken. Taken, yes, men. Come to the tower. Do you understand? The tower. I'll try. I'll try. So, jetzt erstmal 10 Kampf, kurz vor der Geburt. Just hold on. Ah, ihre Haut. Ich kann das gar nicht sehen. Eklig. Was hat Jasmin ergriffen? Warte mal, was? Was ist mit Jasmin? Ist sie besessen vielleicht? Auch so wie wir? Oh mein Gott. Ich will dich tauschen, ne? Mother Mary. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder so sehr darauf rumreiten, auf die Emotionale. Das ist mehr so medizinisch jetzt. Meine Frau sagte... Als sie Wehen hatte, also natürlich ist es danach auch alles nicht mehr so schlimm, ja, das ist das Gute, das, also zum Glück, das ist ein Segen, dass man danach alles vergisst, den ganzen Schmerz, weil das Glück über das Kind überwiegt natürlich, aber, oh, das soll sich so anfühlen, als wird man in der Mitte auseinandergerissen übrigens von der Intimzone aus, stell ich mir vor, ihr würdet auseinandergerissen werden an der Stelle, so meinte sie, fühlt sich das an. Ich bin schon ganz froh, dass ich nicht gebärden kann. Oder generell, dass vielleicht sind Männer mal ein bisschen froher drum, dass sie nicht gebärden können, wenn sie das so jetzt hören vielleicht. Oh, es ist gerade so eklig alles. Dieses quälend langsame und ihre Stöhnerei. Up ahead.
Nicht, dass es mich stört, aber ich leide gerade so ein bisschen mit, glaube ich. Oh nein, jetzt auch noch balancieren, sag mal, geht's noch? Ich sag ja, jetzt noch 10 Kampf, jetzt noch 20 Kilometer schwimmen. Oh, what the F? Was ist, wären wir jetzt noch länger in der Dimension geblieben? Wäre sie dann schon im 11. Ich weiß ja auch nicht. Doktor! Someone help me, please! Oh, keine Sau hier, ne? The tower. That's what he said. Ich brauch Öl. Also, ich brauch eine Lampe. Und Streichhölzer. Oh mein Gott, Leute, ich halte es gerade nicht aus. Ne? Es ist so, so Arschbacken zusammenkneifen irgendwie. Ja, leider ist der Part zu Ende. Ich habe ja gesagt, ich mache es ein bisschen länger. Ich muss halt gucken, wie ich produziere jetzt die Tage wieder. Ist etwas schwierig. Aber danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch Bock. Vielleicht kommt schon bald das Finale. Zumindest hoffe ich das, dass ihr dich noch weiter leidet. Lasst mir gerne Likes da und ja, seid dabei zum Nija Rebirth. Bis dann, tschüss.